Ich bin ihm. Verdammt. Ich bin ihm doch noch auf den Leim gegangen. Verdammt. Wanderer Jens. Okay, cool, Wanderer Jens. Was kriege ich Schönes? Oh mein Gott. Wieso? Wieso? Nächste Route. Ich würde sagen, wir machen schon mal ein paar Meter noch. Es sind ja eh ein paar Trainer, die wir noch besiegen müssen. Ein Weberack, süß. Liegt der Tunnel durch und dann mit Zerschneider in das Haus. Oh, das ist ein guter Hinweis. Ah, das ist auch das, was der Professor meinte mit auf Route 2, ne? Ja, das sollten wir vielleicht noch machen. Doch geil, dass man sieht, die Trainer setzen ihre Pokémon auch nicht in ihrer festen Reihenfolge ein, sondern halt beliebig nach dem Sinne, dass sie überlegen, mit welchem Pokémon habe ich hier die größte Chance, so als ob die irgendeine Chance hätten. Die sind auf Level 18. Und wir auf 34, ergib dich deinem Schicksal, Kollege. Das Ding ist over. Ist nicht böse gemeint, aber. Oh. Hallo. Hallo. So, haben wir uns noch Blitz? Ist die Frage, ob wir das kriegen, ist das Problem mit dem Randomizer. So. Oh mein Gott, heißt das, wir müssen eventuell ohne Blitz durch die Höhle? Ja. Dankeschön. Ich bin wieder da. Back on track. Again. So, was ist passiert in meiner Abwesenheit? Ich habe mir das Fahrrad geholt, habe den ersten Trainer auf der neuen Route besiegt und jetzt gehe ich zurück zum Dicta-Tunnel und gehe da einmal durch. Das hast du verpasst. Oh Gott, ich dachte, das ist ja noch ein Trainer. Shit. Stimmt, die habe ich alle nicht gemacht. Weil ich Zeit sparen wollte. Blöd gelaufen. Nun, wo mache ich sie jetzt? Ein Bohrtogel. Kangaroo! Oh. Dennis, wie lange machen wir eigentlich? So bis 7:45. Okay. Also eine Stunde noch. Ja, klingt gut. Also ich, sowas, das hatte ich auch gedacht. Angedacht. Hast du dann noch FIFA Date oder? Also ich spiele auf jeden Fall FIFA. Ich bin noch am überlegen, ob ich das auch streame. Weil da fallen immer viele böse Wörter. Weil ich das nicht alleine spiele. Bitte? Mach einfach. Wenn ja. Die anderen da nichts gegen haben. Ja. Ja, okay, Back to Fest würde ich wirklich wechseln. Würde man mich von meiner schlimmsten Seite erleben. Ich kann einfach Eruption, was? Oh ja. Okay. Ruhig dich. Ja. Okay. Und du. Sinus und Eike wollen scheinbar sehen. Schlimmste Seite ist ein Mehrwert für den Stream, weiß ich nicht. Wundert mich jetzt nicht, bin ich ganz ehrlich. Manche Sachen, die da gesagt werden, nicht von mir, sondern von anderen Leuten, ja, können auch dafür sorgen, dass es diesen Stream vielleicht bald nicht mehr gibt. Bei FIFA, Weber schreibt gerade, bei FIFA gibt es einen Hashtag Dennis the Hooligan. Ja. Komplett. Auch kurz das Fahrrad. Dann ist da auch ein neuer Encounter, ne? Wer war dran? Ist das so im Kopf gerade? Ich glaub du, oder? Ich bin dran. Ja. Jetzt habe ich ein Fahrrad, das ich nicht benutze. Oh, M05. Oh, hast du einfach bekommen? Nice. Dann bewege ich mich da jetzt auch mal kurz hin. Ja. Beziehungsweise brauche ich ja gar nicht. Wenn du siehst, wo es hingeht, kann ich einfach mitgehen. Ja. Kannst du theoretisch machen. Und ich habe das Münzamulett bekommen. Nice. Und eine Limonade.
Da sind ja noch Items, ich sollte da hin. Ja. Überzeugt. Sehr gut. Kinda true, ey. Ich muss unbedingt die Items sammeln. Ach Gott, da ist ja noch ein Trainer. Mann! Procedure King. Okay. Mobilhieb ist mir egal. Behindere zurückschrecken. Let's go. Säurepanzer. Hyperstrahl. Okay. Es dreht voll auf. Okay. Okay. 35 Quassel. Let's go. So, das war einfach durch den Tunnel, ne? Ein Tropius. Oh, sweet. Müsste mal Schutz kaufen, das wäre voll clever. Ja, ich habe sogar theoretisch welche. In der Tasche. Hast du in der Tasche, ne? Ja. Ich auch hier irgendwo einen Superschutz gefunden? Da, guck mal. Zack, direkt aufgetragen. 200 Schritte. Ruhe. Den benutze ich gleich in der Höhle und dann hänge ich dich einfach ab. Ja. Wenn du in den Encountern hängst, laufe ich dann durch die Höhle. Perfekt. Wir machen es competitive, obwohl wir zusammenspielen. Ja. Let's go. Genau. Competitive ist das. Ja. Habe ich? Ich habe 19 verschiedene Pokémon gefangen. Perfekt. Gut. Ja, 20. Glück gehabt. Glück gehabt. Und eine Wundersaat, langweilig. Und Luxusball. Wow. Hat sich richtig gelohnt, nicht? Nun. Kurz wirkt nicht mehr. Jawohl. Ich habe ja noch einen Magnet gefunden. Noch einen Magneten? Crazy. Ja. Ein Koko. Könnte fast meinen, oh mein die Gott. Ziehen sich gegenseitig an. Ich bin froh, dass der Dickdeal-Encounter nichts geworden ist, ey. Das ist einfach ein Kokuna. Ja, oh. Stark. Das ist ja komplett bescheuert. So, dann mache ich jetzt das gleiche wie du vorhin. Und zwar, ich gehe mal auf Toilette. Klingt gut. Oh, ich habe Fluch gefunden. Fluch? Oh mein Gott, Fluch ist schlecht. Gut. Bis gleich. Sofort wieder da. Jo. Erstmal entkommen. Dann muss ich hier rechts einfach nochmal Items sein. Oh Gott. Nutze seinen Klogang nicht gut, ne? Ich hab nicht hingeguckt, was als nächstes kommt. Ach, so Dame. Okay, ciao. Bye, bye. Hop, Alter. Okay. Nugget, let's go. Hier noch schönes Wundersaat. Noch eine, Halleluja. So viele brauche ich davon jetzt auch nicht. Dreht er sich nur nach links und rechts? So, so. Nun. Pokémon. Einfach, oh, ich hätte einen Ampharos hier haben können. Lol. Wäre nice gewesen. Ich glaube, ich habe alle Items hier. Gut. Dann rechts weiter und dann alle Items gesammelt. Tunnelfahrt. I'm running. Was, dein PC, eigentlich dein PC dachte, er mag das Internet?
Sowas geht ja gar nicht. So. Jetzt hier nach rechts, ne? Gut. Das ist der nächste Encounter. Altaria, alles klar. Ich habe mich geheilt. Sollte ich vielleicht mal machen. Gegen Drache habe ich noch nicht so richtig was, ne? Rausgeschmissen. Muss ein deutsches Modell sein. Ich kenne das Internet nicht so gut. Kinda true. Okay, du willst dich mit... Okay, du willst dich mit Slafia anlegen? Dann leg dich mit Slafia an. Ist okay. Wenn du das unbedingt haben möchtest... Hä? Warum geht es dann dauernd daneben? Halt! Stopp! Warum hittet meine Hypnose so gut? Bericht. Überall vertauscht Genauigkeit und Kraft. Deswegen. Alter, was? Pilzkopf wurde ausgewählt. Okay, cool. Wer da? Willkommen zurück. Altaria. Cool. Ja, gegen Drachen-Pokémon habe ich noch nicht so wirklich was, aber es ist endlich weg, weil mein Hypno konnte aber nicht treffen. Okay. Irgendwie ging jede Kopfnuss daneben. Keine Ahnung, Digga. War richtig komisch. Komisch. Ja, komplett. Absorber. Ich dachte, mein PC kurz, er mag das Internet. Ja. Hab ich rausgeschmissen. Muss ein deutsches Modell sein. Ich kenne das Internet nicht so gut. Ja. Ninkada. Wird alles platt gemacht hier. Alles wegrasiert. Fassade. Ich bin ihm... Verdammt. Ich bin ihm doch noch auf den Leim gegangen. Verdammt. Wanderer Jens. Okay, cool, Wanderer Jens. Erstmal weg. Was hat Knarre? Ich hab nicht hingeguckt, was da kommt. Kremutag. Ein Golking. Na gut, Kremutag. Alter, wieso können die alle Wunschtraum? Was ist denn los? War die Standalone? Ein Magby. Sweet. Ist das Encounter? Besten Encounter ist das nochmal? Meiner. Ja, okay. Warte auf dich. Ja. Aqua Knarre. War nett. Ein Logok. Okay. Logok, crazy. Mhm. Hm. Alles klar, ich warte auf dich. Ah. Okay, Encounter kommt. Und es ist ein... Kapuzzi. Dupsklaus kannst nochmal rollen, weil ich ja Quark so hab. Specious Claws. Ist das gut. Ein Smetbo! Ja, das musst du nehmen. Das ist Käferflug. Flug? Ja. Wäre also dein Omod. Was kriege ich Schönes? Oh mein Gott! Wieso? Wieso? Smetbo war früher in meinem Team. Ja, schon. Stefan, Team Smetbo oder Team Bibor? Was warst du Team immer? Team Smetbo. Ganz klar. Ich war auch Team Smetbo. Haben wir hier Bibor-Menschen? Und wenn ja, warum?
Ja, warum? Oh mein Gott, das macht die Blase. Schläfe. Gott, ey. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Was ich cool fand, das ist ja, wenn es sich dann entwickelt. Ne, warte, wie war das? Er lernt das nicht irgendwie gefühlt jede Puder-Attacke auf einmal beim gleichen Level? Ja, ja, Level 10 oder so. Ja. Guck mal, Eike hat da auch Smetbo im Team. Ja. So, Farb-E-Mail nenne ich jetzt Farb-Eimer. Farb-Eimer. Dennis hat den Spitznamen verkackt. Weil wieder. Ja. Vergesst das, ihr müsst mich daran erinnern, Chat. Ich habe früher Spitznamen nie genutzt. War dazu unkreativ für. Bibo ist einfach böse, auch wenn ich stark war. Ja, Bibo war so das einzige Pokémon, das du wirklich benutzen konntest gegen Psycho-Pokémon, ne? Das ist halt das Ding. Der Farbeimer hat einfach ein Münzamulett dabei. Was? Nice. Jetzt habe ich zwei davon. Ein Lasho-King. Nice. Raus damit! Was ist ja das hier? Ja, stimmt. Reiki, Grüße. Was geht? So, dann müssen wir jetzt nach rechts weiter, ne? Ja. Gibt's da dann auch nochmal einen Kombi? Wir angeln können oder. Item. Alles klar, Milotic. Gut. Milotic hat so einen nice Schrei. Richtig schön stumpf, einfach vier Angriffsattacken auf meinem Kuhrad. Ja, klar. Du kennst. Standard. Einzig wahr oder nicht? Ja. Absorber! Absorber! Ohrkeule, let's go! Absorber! Ein Vulpix! Ah, da kenne ich doch was. Aquaknarre. Oh, quasi sind wir 36, let's go. So, was haben wir hier? Wow, oh, Trank, ey, das ist, was ich brauchte, du, ey. Mensch. Das war dringend notwendig. Nobilikat, süß. Ach, klar. Oh, die Gegner setzen Rayquaza ein, okay. Okay, crazy. Ja gut, okay, mit Steinhagel bist du gut bedient, also. Ja. Das passt auf jeden Fall. Konfusion! Klammbart. Autsch, vergiftet. Digga, geh weg. Geh da nach Hause! Bitte! Gegengift. Okay, Gegengift? Brauchst du auch? Ja. Sehr gut. Gut, dass ich 10 gekauft habe. Oh Gott, das ist ja gar nichts. Warum mache ich das? Jetzt wollen meine Tränke loswerden. Ein Maschok. Okay. Tschüss. Tentoxa. Tentoxa. Panzerattacken. Sollte hier hingehen. Das ist ein Wassergift, ne? So, Route 10. Neuer Encounter, ne? Ja, korrekt. Meiner, ne? Ja. Ich muss kurz den Dings hier machen. Kecleon.
Der Keck. Alter Keck. Kecklern fand ich auch mal cool. Ja, das Ding ist... Hab mich vertan. Hab an anderes Pokémon gedacht. Woran hast du gedacht? An... ja, wenn ich jetzt den Namen wüsste. Beschreib es. Vorentwicklung vom Vibrava. Ah, ja, ich weiß, welches du meinst. Item? Da ist eine Riesenperle! Oh, geil. Das Geld liegt auf der Straße, Freunde. Hier, geh mal in die andere Richtung, Digga. Geh in die andere Richtung! Das Item habe ich mir gar nicht mitgeholt. So, Route 10. Das ist ein neuer Encounter, nicht? Ich gehe mir kurz... Ja. Ich gehe kurz hier hin. Hier ist ja direkt das Pokémon Center. Dann ist direkt der nächste Encounter dann im Felstunnel, ne? In der Höhle, ne? Ja. So, dann, was kriegen wir? Dupskos, let's go! Okay. Und was haben wir noch? What? Nein! Nein! Oh Gott, okay. Nee! I don't want this! Aber das eh nicht nutzen, ne? Nee. Oh, auch ein Käfer-Pokémon. Ein Ninjas. Mhm. Kannst du gönnen. Ja. Ich schmeiß mal Pokéball auf, ne? Das bleibt bestimmt drin. Ah, 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 let's go! Ja, siehst du. Easy. Ist Hopspot geclaimed? Ich glaube nicht, oder? Ist extrem schnell, das Ninjas, okay? Ich wüsste nicht, wie ich das schwächen soll. Das ist gerade mein Problem. Ja, verstehe ich. Aber was ich machen kann, ist, ich kann es zumindest mal paralysieren. Ja, das ist gut, das hilft. Kugelhopf. Ha, Kugelhopf. Yes. Obstboss fand ich immer nervig. Aber ich muss sagen, Papunga ist cool. Ja. Papunga finde ich übelst cool. Hab mich nie abgeholt. So, dann bring ich es direkt mal weg, nicht? Ich hab nur noch 3 Bälle, wenn es dann nicht drin bleibt, versuche ich es zu schwächen. Du hast noch 3 Bälle, lol. Okay. Nee, ich hab noch 13, aber ich werfe jetzt noch bis auf 10 runter. Ach so. Okay. Wenn es dann nicht drin bleibt, dann versuche ich mal einen Ruckzuck-Keep. Ruckzuck-Keep sollte es überleben. Ruckzuck-Keep sollte es eigentlich locker überleben. Wäre komisch, wenn nicht. Okay, ja gut, okay. Okay. Ein Crit vielleicht nicht. Ja, damit hat sich das erledigt, ne? Ja. Okay. Tadam. Ja gut, nächstes. Na, schon Champs geworden. Wir sind auf dem besten Weg dorthin, Nex. Ja. Ist die dritte ROM, die wir spielen. Aber die läuft gut. Die läuft gut bisher, ja. Did I jinx it again? Ups. Ja. Also ich muss noch mein... Smetbo ablegen. Oh, Tafelwasser gefunden! Nice! Tschö, Ninjas! Tschö! Ja, tschö! Gut, also, einen normalen Ruckzuck-Keep hätte es sehr wahrscheinlich überlebt. Ein Crit? Naja. Ja. Wir werden es nie erfahren. Kinda true, ja. Okay, das heißt, mein Griffel lernt jetzt noch VM Blitz, ja? Wenn du möchtest. Euch nie gefragt, aber gegnerische Trainer auch randomized? Na klar. Alles. So gut wie alles ist randomized. Alles wäre ein bisschen... Das wäre Havoc. Nur die Steuerung nicht. Naja, der Witz ist, du kannst noch... Was du noch randomizen kannst, ist Movesets, Pokémon-Typen, Pokémon-Typen der Attacken, Pokémon-Typen Stärke der Attacken.
Genauigkeit der Attacken, du kannst fast alles randomisen. Es ist einfach mega krank. Ja. Aber als erstes musst du dir ein Pokémon gönnen, ne? Das stimmt. Ich habe mir noch das Item, das hier liegt. Ja, sehr gut. Schutzband. Dann hoffen wir mal nicht, dass du es gejinxt hast und der nächste Trainer drei Legis hat. Ja, also Legis hatten wir schon ein paar Mal. Ja. Dennis hatte schon fast die drei Hundkatzen mal gehabt. Hintereinander. Gib mir Entei, ja. Ja. So, was ist denn unser nächster Encounter hier? Oh, ein Item. Milotic, ach man. Milotic. Aber das hast du schon gefangen, ne? Ja. Also du darfst re-encountern, wenn du möchtest. Sei denn, du möchtest es haben. Nee, ich hätte gern. Also. Bärensaft. Wow. Der nächste Trainer hat Zapdos und Arctos, aber nicht Lavados. Das haben wir auch schon, oder? Das hast du. Nee, ich habe keinen Pudox. Nicht? Nee. Andere Raum. Ja, Arctos mit T, genau. Ihr wisst welche. Ja. Oh, Schutzschild, okay. Okay, dann hole ich mir mal das Item. Ja, die beiden mit D. Ah! Ja, ist halt so, ne? Ist, ja, aber Arctos ist halt irgendwie doof, ne? Redbo, das hast du schon, ne? Ja. Außerdem ist es Käfer. Gib mir Gantorn! Oh mein Gott, nice. Das will ich haben. Ich benutze jetzt nochmal Ruckzuck-Keep. Drück mir die Daumen, dass es kein Volltreffer wird. Sonst hat sich das erledigt. Oh, okay. Ah, okay. Oh Mann, warum? Das hat sich aber einfach so erledigt. Alles klar. Aber warum? Der erste hat es nicht in den gelben Bereich gebracht. Dann war es ein Low-Roll. Und der zweite hat es gekillt. Dann war es ein Low-Roll. Oh, ich hätte hier nochmal Latios haben können. Vielen Dank. Ja, gut. Pokémon fangen kann ich. Ja, sehr gut. Ja, passt schon. Wir haben schon ein gutes. Warum macht das Hawaii das? Was? Was hat's gemacht? Es hat sich eingebuddelt. Ah oh, ja. Lül. Altar. Oh Gott, Altar. Ja. Ein Flamara. Muss bei Pet bleiben. Flamara hast du? Krass. Ha, Naturkraft wurde zu Spuk, so cool in der Höhle, weil es dunkel ist, ne? Nabel. Pack ihn weg. Den Vogel. Ah, Togge. Aurora-Strahl. Lol. Was? Aurora-Strahl? Heftig, Mann. Ja, Weber, im Englischen zählen sie tatsächlich durch. Articuno, also wegen Uno, Zapdos und Moltres. Im Englischen, im Deutschen haben sie es dann halt einfach, sich anders überlegt. Ah ja, das wusste ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, warum sie davon. Man könnte es beim Pokewiki nachgucken, wie die Namen zu, was die Namen da bedeuten, aber. Okay. Also, was sie sich dabei überlegt haben. Gar nichts. Ja, keiner true. Einfach gemacht. Ja, doch. Häufig haben sie sich tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht. Oh, das ist ein Trainer, nice. Du kommst ja zurecht in der Höhle, ne?
Du kennst sie wahrscheinlich auswendig. Ja. Ja, das nicht unbedingt, aber viel weiß ich auf jeden Fall. Ja, hör mal auf mit deinem Tagedieb hier. Bye bye. Hat dir nichts geholfen. Aber das Muster nicht bemerkt und gesagt, Eis, Arktis, das passt so. Ja, weiß ich nicht. Ariyama. Fand ich auch immer cooler als Meditalis. Makuhita war immer mein Go-To-Kampf-Pokémon in der dritten Generation. Völlig verständlich. Tatsächlich ist es wirklich Arktis plus das. Oder vom. Halt aus dem Griechischen, aus dem Altgriechischen. Witzig. Aber das ist halt. Weiß nicht, warum sie einfach das benutzt haben. Libeldra. Libeldra hatte ich auch immer in meinen Teams in der dritten Generation. Libeldra ist auch nice.